frage mich auch gerade so ein bisschen, ich vermisse gerade so ein bisschen das Ufer, muss ich gestehen. Ich bin gerade ein bisschen sehr weit vorgedrungen. Hat vorgedrungen gesagt, witzig. Du kommst da hoch, ich glaube an dich. Okay. Hier kann, in der Gegend bin ich zum Beispiel noch nie gewesen, glaube ich. Ich weiß. Ich weiß, dass an diesem Ort Patrouillen vorbeikommen. Moment, so, muss ich mal das kratzen. Ich weiß, dass an diesem Ort Patrouillen vorbeikommen. Den Ort kenne ich nämlich aus einem Let's Play. Deswegen bin ich ja wirklich sehr vorsichtig mit dem, was ich... Ich glaube, wenn man jetzt hier lang gelaufen ist, hat man die Höhle gefunden, die ich suche. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich nehme erstmal Kräuter mit, weil Kräuter sind wichtig. Ich glaube, dass wir dann später uns mehr so auf Kräutersuche machen werden als alles andere wahrscheinlich. Viele Sticks, aber keine Kräuter. Weil Kräuter geben Leben und Dings. Also außer Essen geben Kräuter eigentlich alles dazu. Ich weiß nicht, ob es Kräuter vielleicht gibt, die auch Essen dazu geben. Ich glaube, man kann sich auch, wenn man möchte, könnte man sich entscheiden, ob man vegetarisch lebt oder ob man doch seinen Fleischgelüsten freien Lauf lässt. Das wäre, glaube ich, im eigenen Entscheidungsermessen. Ich plünder mal derzeit noch die Koffer hier. Ich gucke natürlich... Ich weiß gar nicht, das sieht immer... Ich überlege, ob man vielleicht... diese komischen Tennisbälle schon wieder... Ich überlege ja, ob man eventuell die Kamera irgendwie so ein bisschen runter macht, dass sie wirklich direkt von der Frontalansicht auf mich drauf zeigt. Ich weiß halt nur nicht, wie ich es machen soll. Also momentan bin ich da ein bisschen gefragt. Weil die würde mir dann irgendwie auch ein Bild hängen, ne? So, schon wieder so ein Tennisball, ey. Das Zeug braucht doch keiner! So, wieder Tennisball und... Man soll ja, Moment, man soll ja, das habe ich gelesen. Die Möwen mit Tennisbällen töten können. Aber ob das jetzt... Ich habe mich im Feuer gemacht, okay. Ob das jetzt so die effektivste Methode ist, einen Vogel zu töten... Ich wage es zu bezweifeln. So, dann schauen wir hier mal in den Wald rein. Irgendwo am Rand des Waldes war das, ich bin mir ziemlich sicher. Da war eine Höhle. Ah, ist das hier? Sind auf jeden Fall. Boah, hab ich mich jetzt verjagt. Ahaha, gefunden. Moment, wir machen mal ganz kurz hier. Ein Markiergegenstand. Das ist super. Hat ja super funktioniert. Ja, so ungefähr habe ich mir das gedacht. Use Lighter. Und dann gehen wir jetzt mal in die Höhle hier rein.
Also ich muss gestehen, das Feeling in den Höhlen ist gut umgesetzt. Also da denkst du dir wirklich so ein bisschen so, Und ja, ich nehme die Zähne. Nee. Ich hoffe nur. Beim letzten Mal, als ich in der Höhle war, waren hier keine Feinde drin. Ja. So viel zu dem, beim letzten Mal, als ich drin war, waren hier keine Feinde drin. Stirb doch. Alter. Jetzt muss ich mir drin noch ein Feuer errichten, weil ich gemerkt habe, dass ich... Ist zum Glück auch überhaupt nicht laut oder so. Alter, beim letzten Mal hier keine Feinde drin. Ich bin hier durchmarschiert, habe alles mitgenommen. Und jetzt komme ich hier runter, denke mir so, ja, keine Feinde. Und ich habe jetzt gerade, weil das so laut war, habe ich mir gedacht, das ist ein Bossgegner. Ich wollte schon gerade die Beine in die Hand immer wegrennen. Na gut. Merkt es vielleicht, hier gibt es einiges zu holen. Und wegen dir bin ich runtergekommen, meine Kleine, denn das ist ein... Ich hätte jetzt nicht auf den Feind, das, ne, das, ja, super, ist so eklig. Man kann jetzt zwar die Armbanduhren von den allen mitnehmen, aber es ist einfach so eklig. Ja stimmt, hier findet man noch diese komische neue Axt. Weil ob die neu ist, weiß ich sogar nicht, gar nicht so, aber man findet hier halt eine Axt. Punkt. Man kann sich unten halt an den Uhren bedienen. Den Koffer werde ich jetzt nicht aufschlagen, das kannst du vergessen. Da ist mir mein Leben hier unten doch ein bisschen zu wertvoll. Hier war es dann glaube ich schon, genau. Hier geht es dann so auch gar nicht mehr weiter. Das Wichtigste, was man halt hier finden kann, ist diese Pistole einfach nur. Oder auch eigentlich das einzig Wichtige. Und deswegen begebe ich mich jetzt auch hier auch schnurstracks wieder raus. Ich bin mir nicht sicher, ob in der Höhle auch Viecher spawnen. Und ich möchte es echt nicht rausfinden. Aber das ist eins dieser Dinge im Leben, die muss man nicht wissen. Also wenn du in so eine Höhle reingehst und sofort das siehst, also stell dir mal vor, du gehst in so eine Höhle rein. Stell dir mal vor, du gehst in diese Höhle rein und siehst diese Leute an der Decke hängen. Ich glaube, keiner möchte da länger als nötig in dieser Gegend verweilen. Das würde sich mir zumindest nicht erschließen, warum jemand den Wunsch hegen sollte, dieses zu tun. Was ein komischer Baum, ne? Und auch ich werde mich jetzt wieder in die Küstenregion verschlagen. Und dann begeben wir uns auf den Weg Heimat. Ich dachte gerade, das ist ein Koffer, ist aber keiner. Und man sieht schon, das ist eine sehr uns wohlgesonnene Küstenregion. 5 Trilliarden Totems. Sowas sieht man immer gern.
der hier war hobbyberuflich Trinker. Und da haben sie sich gedacht, wenn er schon stirbt, der ist natürlich von alleine gestorben. Da lag so eine Axt offen, da lagen so 100 extra auf dem Boden und der ist einfach so drauf und dachte sich, wenn er schon so stirbt, dann pressen wir ihn wenigstens seine alkoholischen Gelüste, die er in der Welt mit sich trug, in den Kopf, damit er sie nicht vergisst. Das war dabei der Gedankengang und der nimmt ihn das auch nicht übel, also so ist das, der freut sich da. Alter, die Höhle, ne, die macht mir, ich weiß nicht, ich find's echt gruselig, muss ich gestehen. Oh, du Weichei! Ja, von mir aus, aber ich find's trotzdem gruselig. Ihr habt noch gesehen, wie viel die ausgehalten haben, ne, also im Vergleich zu den Barbaren sind die nichts. Oh oh. Oh oh. Was wir dabei haben alles. Puh. Krass. Hier haben wir jetzt auch diese, ach ja stimmt, diese Rusty Axe, can be used to weapon oder chop down plants and trees. Ist auch nicht so, also das ist wirklich die beste hier. Und can be used as a weapon or to create distraction. Ich will nicht ins Wasser. Ich will echt nicht ins Wasser. Aber wenn die, ich weiß nicht, wo die lang gehen. Ich sollte vielleicht das Handy ausmachen und jetzt kann ich es mit P sogar schließen. So. Alter, das sind 10 Mann oder so sind das. Krass. Die haben da auch irgendein wirklich sehr hohes Totem. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber es scheint ein Routenweg zu sein. Vielleicht als Abgrenzung, wo man langlaufen muss. Ich will da gleich mal hingehen, sobald die weg sind. Und mir das anschauen. Aber solang. Nase juckt heute. Solang gucke ich mich auch mal hier um. Ach, das sind die Container, alles klar. Dann finden wir sicher auch gleich eine. Ach komm, scheiß drauf. Ich guck mir das sicher an, das ist mir zu riskant. Oh, Flair brauchen wir jetzt natürlich sehr. Flair brauchen wir sehr. Hahaha. Hahaha. Ich werde mir diesen Strand hier mal markieren. Weil, wenn natürlich hier die Flares droppen, dann müssen wir hier öfters mal hin. Um unsere Munition aufzufüllen. Darum setze ich mich mir jetzt hier mal ein Zeichen. Das da, click to blaze. Aber noch alles dafür, super. Jetzt haben wir nämlich da, da und hier. Oh. Es wird gerade Nacht, aber ist ja kein Problem. So, und da würde ich sagen. Ach so, wir haben jetzt natürlich hier zwar ein Feuer. Über den ich mir mal gerade das da grillen würde. Ist auch ein Lurchstrand hier, gell? Also wir haben hier Lurch und Flair und Geld und Alkohol auch. Ist eine Menge auf jeden Fall. Ich treib mich mal ganz kurz so. Oh, oh ne, ist ja gar kein Lurch aus dem Braten. Es ist ja Reh. Super. Ja. Das war intelligent hoch 10.
Dann mache ich mir mal. Oh. Okay. Da hat anscheinend einfach den gestorben. Da möchte ich jetzt natürlich nicht beim Trauern stören. Und begebe mich langsam mal in die Richtung. Ich schaue mich gerade mal hier um, ob ich hier vielleicht noch eine Flare finde. Ich glaube, ich habe eine übersehen. Ich glaube, es waren zwei. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube. Vogel! Ich glaube, es waren zwei Flares, die man hier finden kann. Aber irgendwie. Was? Achso. Irgendwie finde ich hier dann doch nicht. Das zweite. Und da scheint. Ah genau, da ist das Dorf und dann haben wir jetzt wirklich die gesamte Insel einmal umrundet. Das Innere des Dschungels ist mir immer noch nicht so ganz bekannt, muss ich gestehen. Da drüben kann man ja glaube ich nicht bauen. Das Innere des Dschungels ist mir immer noch nicht ganz bekannt. Das ist auch so eine Insel, wo man drauf rumbauen könnte, ne? Ich wundere mich aber, war das dann. Wir haben ja. Ne, ich hab eine Kopie. Hatte ich mal auf so. Ne, kannst nicht eine Kopie. Bevor ich das Spiel mir gekauft hatte, hatte ich mir mal. Wie gesagt. Mist. Bit. Ich will ja keinen Bogen. Jetzt das da nehmen. Und das da. So, da gehen wir mal langsam nach Hause. Boah, sieht auch so. Also die Sterne, ne, das sieht mega geil gemacht aus. Alter, das feiere ich voll. Das sieht. Wow, das sieht geil aus. Ja. Hier sollte eigentlich nichts sein. Ich kann zur Sicherheit jetzt nochmal. Den Freund hier anzünden. Aber eigentlich ist die Basis jetzt vollkommen abgeschottet. Hier kommt auch nichts mehr rein, eigentlich. Eigentlich. Wie ist das jetzt hier? Ach guck mal, jetzt kann ich wieder was. Ah, okay, ich habe ein paar gefunden. Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe anscheinend ein paar Gegenstände gefunden. Und ich krabbel mal ganz kurz da hoch. So, das ist immer wieder anstrengend. Dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Wir haben jetzt noch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ups. 20 Federn, 9 davon. Und ich würde einmal probieren wollen, ob. Da haben wir auch schon 21 Federn, gell? Da haben wir jetzt. Hier haben wir jetzt 90 Zähne dran. Und hier haben wir jetzt 78 Zähne dran. Federn haben wir überall 20 dran. Ich könnte maximal sagen, wir. Ja, jetzt haben wir es halt kombiniert. Das ist jetzt. Wow, wir haben es kombiniert. Gar nicht gut, jetzt kann man nämlich nicht mehr schlafen. Geht das? Ne, es geht nicht mit dem. Ich mache mal hier die 11 Federn hin.
Obwohl, weißt du was? Wir nehmen uns mal einen Stock. Feder, 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 Feder. Okay, ein Stock und 5 Federn ist das. Da haben wir jetzt halt mal 10 Pfeile. Hat man jetzt auch nicht. Dann haben wir noch Marigold und das da. So, noch ein bisschen von den Kräutermixturen herstellen. So, das war's schon. Und dann kann man hier noch die beiden vermischen. So, so, weg. 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 Okay, da haben wir jetzt davon 7. Und hier wird es nicht angezeigt. Wieso wird es denn hier angezeigt? Ein Stein haben wir noch. 3 Sticks. Ich könnte... Ich will es mal testen. Wir haben 5 Flares. Was zur Hölle war das? Immer noch 5. Was ist denn? Oh, da ist ein Vogel in unserem Inventar. Ich frage. Hä? Ach, der ist auf dem Boden, glaube ich, vom Wald. Wir verballern keine... Verballern wir was? Ich dachte, das ist die Munition, die Flair. Fackel? Oder Leuchte? Leuchtpistole. Gut. Dann halt nicht. Keine Ahnung warum. Ich verstehe es nicht. Nee, tut mir leid, ich verstehe. Wir haben 199 Coins. 30 Cash. Also wenn wir zurückkommen, dann sind wir reich, ne? Also so ist es ja nicht. Na gut. Ich speichere an der Stelle mal. Und dann würde ich sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich schlafe später. Okay.